Aber ich frage mich echt, warum Discord bei mir schon wieder so die Probleme macht. Mit dem Hören. So, jetzt fahre ich bei dir nochmal da unten an die Straße und hol mir gerade nochmal Wasser. Fahr natürlich in die falsche Richtung. Auch der schlechteste Sammelwagenfahrer der Welt, ey. Das wird knapp. Meine Tochter heute wieder zur Schule bringen. Aber lass noch die Brötchen backen. Das Papa-Taxi-Mobil, ne? Richtig. Und ich glaube, ich verschicke die Pakete jetzt nicht. Weil das ist Quatsch. Das macht keinen Sinn. Nee, also. Okay, das war jetzt zu viel. Funktioniert nicht. Ich glaube, ich muss mal vom Server hupsen wieder drauf gehen. Aber wir hatten noch nie Probleme mit Wasser. Kann das sein, dass der irgendwas an der Logfile ist? Oder dass das da kann sein, dass der irgendwas an der Logfile angezeigt wird, wegen dass man kein Wasser holen kann? Oder liegt es einfach nur an mir? Ja, was soll's angezeigt werden? In der Logfile, dass da irgendwas Fehler aufgetreten ist wegen Wasser. Also, ich muss gleich mal gucken. Weil das kann ja. Weil das ist so, wie du dich nicht in deinen Trecker rein einsteigen kannst, wenn es zum Beispiel nur so ein Problem ist. Ja. Das ist schon witzig. Schnelle Problemlösung. Dann nochmal hier so auf 100% zurück, dann gucke ich. So. Oh, ich habe ja Vollbild noch drin, nicht trott. Moment, darfst du das machen? So, wie ist die? Nina Chuba. Ich mag ihre Musik. Magst du Gurk? Hi. So, ich hups mal kurz vom Server und komm nochmal drauf. Was ist denn das Problem? Ich guck mal nach der Logfile. Da. So, Test 2. Ach so, Anbremse sollte man lösen, wenn man Gas geben will. Ne? Running Lua Method Packet. Was? Besser, ich muss los. Ich bin 14, cooles Alter, oder? Jo. Ist der Stream nicht ab 18? Dann muss ich dich melden, das tut mir leid. falsche Einfahrt. Echt jetzt? Ich lasse das mal hier offen, gucken, ob da was noch passiert. So. Die nächste links. Nein, dann ist gut, Max. Du wirst nicht gemeldet. Montagmorgen brauchen wir Scherze.
Richtig. Was wäre das Leben ohne? Das gibt's nicht. Ist das jetzt... Was los? Klappt nicht. Ich fahre jetzt mal zu dem See. Versenk jetzt einfach mal diesen Tankwagen da drin. Oh, ja, das war ein. Welche Klasse gehst du, Max? Zeit gerade so schnell macht, das wäre doch schlau. Ach, der Klasse. So. Klasse. Bist du gut in der Schule? Was für einen Notenschnitt hattest du im Zwischenzeugnis? So, ich muss los. Beste Antwort. Das. So. Hier ist doch auch noch ein See. Geh mal da rein. So, jetzt mache ich das, was ich eigentlich normalerweise nicht mache, aber. So, Handbremse, Geronimo und rein mit dem Traktor. Und? Der Trecker versenkt, aber der war Tankwagen draußen gelassen. Oh, okay. Nein, auch da funktioniert es nicht. Ich drücke R. Ich habe sogar das Gamepad ausgeschalten. Oder rausgenommen. Nichts. Also. Soll ich mal mit meinem Tankwagen gucken, ob ich Wasser ziehen kann? Ja, versuch mal. Was steht hier? Aber das ging doch. Das ging doch. Oder geht's wegen der Zeitskalierung nicht? Das kann ja nicht sein. Weil das ging auch schon da. Das habe ich nämlich abends auch ausprobiert. Weil ich nachts am Zocken bin. Deswegen. So. Ich fahre mal in die Pfütze. Das jetzt mal aus. Ja, ich glaube, ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Das Wasserproblem. Teil 1, 2 und 3. Mit SpongeBob dann so. Das wird böser Humor, aber. Ich wollte gerade sagen, Osada Afrika Style. Jo. Ich kann auch kein Wasser ziehen. Warte. Das gibt's nicht. Also ich muss. Was denn jetzt, ne? Einfach nur. Ich muss Betten und so. Jetzt muss ich ausprobieren. Krass. Ich sofort, aber ich spule mal vor, bis wir morgens da sind. Mhm.
Ja, oh, der Running Man. Und er schaltet um 6 um, ne? Ja. Noch eine Minute warten. So, jetzt ist er wieder in der normalen Skalierung. Jetzt warten wir noch mal eine Minute. Macht er nicht. Anda, was hast du gemacht? Das Wasserproblem. Als Winter ist, kann das nicht sein, ne? So friert? Warte mal. Guck nochmal in den. Bei der Hilfe. Oh. Ach, ich bin noch bei dir, Lona. So, ich muss einmal kurz wieder in den Ofen. Da ist nichts. Was sind denn Einstellungen? Na gut, meine Schafe haben zwar Wasser. Das gibt's ja nicht. Da jetzt? Okay, meine Tiere sind voll, meine Schafe haben genug Wasser. Aber trotzdem verstehe ich das nicht. Darf doch gar nichts sein. Thank you.
Na gut, düngen wir jetzt mal die Felder. Ist auch egal. Ich muss ja da. Moin moin! So. So, dann haben wir das nächste. Zehn Minuten gibt's frische Käsebrötchen. So. Käsebrötchen. So, hat jetzt jemand eine Ahnung, warum man kein Wasser ziehen kann? Nein. Also, mein... Guten Morgen. Beide Gewächshäuser sind voll und mein Schafstall, der ist, ich sag, 80% gefüllt. Aber trotzdem musst du doch irgendwie Wasser abziehen können. Dass du was auf Reserve hast. Oder du bist wirklich nur begrenzt. Nee, also war bis jetzt noch nie. Deswegen, das wundert mich gerade extrem. Also wenn es wirklich ein Update irgendwie oder irgendwas sein sollte, dann... Oh mein Gott. Ziehen wir halt einen Kredit, muss ich halt bei dir öfters auf deinen Hof fahren und Wasser ziehen, oder ich baue mal so ein Ding dahin. Oder wir gucken nach so einem schönen Brunnen. Haben wir gerade schon. Ja, den gibt's, haben wir glaube ich sogar drauf. Okay. Dann nehmen wir am besten noch so einen Schlauch von Pump and Hoses und dann Schlauch in den Brunnen und dann. Zieh. Naja. Hattest du bei Season auch schon mal mit 3 oder 4 Tage mal gespielt? Nee. Ist jetzt immer nur mit einem Tag. Weil ich das letztens sogar überlegt habe, dass man die Nacht noch schneller überspringt und dann lieber so 2, 3 Tage so macht, weißt du? Was nur Tag sozusagen ist. Ich hasse dieses im Dunkeln arbeiten, das nervt eigentlich. Ah, jetzt bist du, guck mal, jetzt sind diese Gesichter da auch plötzlich wieder zu sehen. Die waren die ganze Zeit im Stream schon da. Ja? Hm? Also ich habe die vorhin nicht gesehen. Ja? Sehe ich jetzt erst. Und da ich ab und zu, wie gesagt, vorhin mal ein bisschen rein und raus switchen muss, für damit mein Mikro noch geht. Komisch. Was man uns mal vielleicht mal, also das mit dem Wasser da.
Müsste man. Ging ja bis jetzt immer. Eben. Also. Verstehe ich gar nicht. Ich habe ja selbst Wasserlieferungen gemacht, wo ich letzte Woche, weißt du, wo du noch am Bagger warst und ich war auf dem Server. Die Zeit ist vorgespult worden. Deswegen wundert mich das ja auch. Ja, wenn wir mal rausgehen, starte ich mal den Server neu. Bist du. Wenn wann bist du heute dann? Also wenn du weg bist, aufhörst, dann gehe ich quasi auch runter, weil wie gesagt, dann habe ich ja erstmal ein paar Aufnahmen. Dann kannst du eigentlich direkt neu starten. Gut. Weil ab 9 bin ich noch mit Fanta kurz bei mir auf dem Discord. Wegen den Mods. Und dann geht's bei mir eigentlich dann auch 10, halb 10 so los mit Stream bei mir auf der Karte. Na gut, dann muss ja auch hier gleich mal Schluss machen. So, also starte ich den mal neu, wenn wir hier rausgehen. Na gut, dann fällt man sich noch düngen, dann machen wir das mal kurz noch. Ja, manchmal ist es doch besser, man hat ein Tempomat drin und lässt einen Berg ab, eine Trolle. Handbremse rein und dann stehen. Ja. Das gute Rezept meines Kumpels. Wenn er mit der Tastatur fährt, fährst du schnell einfach die Handbremse rein und. Ja. Die habe ich mal gesucht, ich habe die nie benutzt und plötzlich, ich komme nicht weg und alle, ich gucke, was ist denn das? Plötzlich da irgendwie Ö oder L oder was das ist. Und Handbremse reingehauen. Das musst du dir mal vorstellen, bei Sus und mit dem Sus und Manu, also das, der Sus hat die Kanada-Karte bei sich auf dem Server. Und weil ich das halt schon immer mache, hier, ich fahre mit Lenkrad und halt die Handbremse, so wie es halt gehört. Und abgehoben. Beide waren dann quasi mal nicht da, sind beide mit Tastaturspieler. Und die haben extra gesagt, nicht die Handbremse rein. Hab ich unbewusst nachts gezockt. Ja. Raus und Handbremse. Ich hab halt nicht dran gedacht. DJ Keule, danke schön. Es wird. Je öfter ich drüber spreche, DJ Keule, desto besser kommt mir die Idee vor. Das Feld hat Dorsch nach Dünger. Was denn jetzt? So, wieso? Nickten hier das Ding hier ab. Gras mähen kann ich aber im Dezember, oder? Ja, das geht. Wenn man auf dem Weg zur Arbeit und Stream knust, wünsche ich euch knust. Kopf hoch, es wird schon ein Video angesehen. Dankeschön. Burn it soul. Hau rein.
am Samstag, wo mein Vater noch da war, wir waren noch beim Globus Eikrafe gewesen, eine Kleinigkeit. Und für die, weil Freundlichkeit, also ich glaube in dem Lade, was ich da gesehen habe, kein Bitte, kein Danke, kein nichts, ne? Also. Warum? Naja, wir haben halt ein bisschen was gesucht und da war halt eine Verkäuferin da gewesen. Ich frage halt immer, bedankt mich auch immer, wenn ich was frage. Anstandshalber, ne? Links um und tschüss. Gar nicht erst gewartet. Also. Na gut, vielleicht war ist sie nicht gut drauf gewesen, man weiß ja halt nie, aber auch an den Kassen. Ja, aber das darfst du als Kunde. Das darf der Kunde nicht spüren. So. Hat gehört dazu. Naja, weil ich habe mir dann noch am Wochenende dann noch eine Bewerbung abgegeben als Kassierer. Ja. Schauen wir mal, ob da mal noch was rauskommt. Aber ich kenn's nicht, also selbst beim Kassieren, bitte, danke, ja, machen wir. Oder als Information, Kassierer und Information, da musst du ja die Kunden beraten. Ich verstehe nicht, was das so unfaul sein kann. So. Das verstehe ich echt nicht. So, wie spät ist es? 6.44 Uhr. Ich hab noch eine Bahn, da bin ich auch schon fertig. Ja, ich hab jetzt auch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe. Ich glaube, ich muss abbrechen. Passt ja. So, an alle Leute, die vielleicht jetzt bei mir bestellt haben. Ich habe mich jetzt wirklich dazu entschieden, ich versende die nächsten paar Tage jetzt wieder nicht, weil die Post ja schon wieder streikt. Für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Tut mir leid, das ist nervig, aber es ist halt, das Risiko ist zu hoch, dass diese verderbliche Ware dann irgendwo liegt und dann nicht ankommt, das macht irgendwie keinen Sinn, glaube ich. So, das war's. Da wäre ich ready. Ich lasse ihn jetzt auch gerade hier unten am Feld stehen. Da weiß ich nämlich, dass ich dann Moin Daniel. So. Weil ansehen kann ich sowieso erst wieder im Frühjahr. Ach Gott, wir haben ja schon fast wieder Januar. Ach Gott, Gott, ach Gott. Die Tage gehen hier ziemlich schnell weg. Also wie gesagt, Tiere versorgt, Gewächshaus versorgt. Oh, jede Menge Gruppe Aufträge. Ich glaube, ich weiß, was ich dann schon machen werde. Obern. Auf jeden Fall. Kribben, was das Teich hält. Komm schon. Zwei Minibahnen hier noch. So, wie ich das gerade durchrechne, kann ich quasi fast die 8000, die ich fürs Kalk ausgegeben habe, gerade wieder so reinbekommen. Knapp. Was haben wir zum Ernten? Kartoffel. Ach ne, keine Kartoffel.
Ach stimmt, da war ja noch zwei Düngeraufträge, die sind auch weg. Ah, Pech gehabt. Da habe ich Pech gehabt. Bin ich durch oder was? Oh mein Gott, jetzt bin ich aber auch gleich müde. Verpachten. Meinte ich noch, hier war noch eine Bahn. Ja, noch eine kleine Bahn. Sieht das ja aber auch nicht im Dunkeln, ne? Nicht weit. Genau. Nicht weit. Naja. Vielleicht das noch abladen. Dann sind wir durch für heute, Chat. Muss auch gleich die Käsebrötchen rausholen. Dann.